Assalamu alaikum, kleine Muslime. Ich bin Nora und ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Denn wir befinden uns im ganz besonderen Monat Dhul-Hijjah. Der Monat Dhul-Hijjah ist der Monat, an dem die Muslime die Hajj machen. Auf der Hajj umkreisen die Muslime zum Beispiel die Kaaba und sie laufen zwischen den Hügeln Safa und Marwa und sie steigen auf den Berg Arafah. Deswegen heißt der Monat Dhul-Hijjah, denn es ist der Monat der Hajj. Die ersten 10 Tage des Monats Dhul-Hijjah sind ganz besondere Tage. Denn alles, was wir an guten Taten in diesen Tagen vollziehen, wird von Allah subhanahu wa ta'ala vielfach belohnt. Wenn wir zum Beispiel beten oder fasten oder Dhikr machen oder Koran lesen oder unseren Eltern zu Hause helfen, alles wird von Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Monat belohnt. Der Monat Dhul-Hijjah hat noch eine Besonderheit. Am 10. Tag von Dhul-Hijjah schlachten die Pilger in Mekka ihre Opfertiere. Und die Muslime auf der ganzen Welt feiern Eid al-Adha, das Opferfest. Ich bin schon richtig aufgeregt und ich freue mich auf den Eid. Und ihr bestimmt auch. Aber wusstet ihr, dass Eid al-Adha etwas mit der Geschichte der Propheten Ibrahim und Ismail alayhim assalam zu tun hat? Nicht? Kein Problem, ich erzähle euch die Geschichte. Der Prophet Ibrahim alayhis salam war ein gottergebener Diener Allahs. Er war sogar der Freund Allahs, Khalilullah. Aber das Volk von Ibrahim betete Götzen an. Sein Vater stellte sogar Götzen her. Astaghfirullah. Aber Ibrahim alayhis salam war standfest und mutig und er rief sein Volk dazu auf, nur an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben und nur Allah zu dienen. Als der Prophet Ibrahim alt geworden war, wünschte er sich von Herzen einen Sohn. Er wünschte sich einen Sohn, der die Botschaft des Islam nach seinem Tod weitertragen würde. Und so bat er Allah subhanahu wa ta'ala um einen Sohn und Allah erhörte das Gebet seines Freundes Ibrahim und schenkte ihm den Sohn Ismail. Sayyidina Ibrahim war so glücklich und er liebte seinen Sohn Ismail so sehr, Alhamdulillah. Als Ismail zu einem Jungen herangewachsen war, da hatte Ibrahim alayhis salam eines Nachts einen gewaltigen Traum. Ihr müsst wissen, kleine Muslime, die Träume der Propheten sind wahrhaftig. Der Traum des Propheten Ibrahim kam von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Traum des Propheten ist eine Offenbarung von Allah. Sayyidina Ibrahim alayhi salam sah sich in seinem Traum seinen Sohn Ismail schlachten. Subhanallah! Dieser Traum muss für Ibrahim eine große und schwere Prüfung gewesen sein. Denn jeder Vater liebt seinen Sohn und möchte ihn zu einem großen und starken Mann heranwachsen sehen. Und Ibrahim hatte doch so lange auf seinen Sohn Ismail gewartet. Subhanallah! Was tat Sayyidina Ibrahim wohl? Würde er dem Befehl Allahs nachkommen? Der Prophet Ibrahim ging zu seinem Sohn Ismail und sprach zu ihm: Mein Sohn, ich habe im Traum gesehen, dass ich dich schlachte. Schau, was meinst du dazu? Wie muss Ismail sich wohl gefühlt haben, als er das von seinem Vater hörte? Er hatte bestimmt schreckliche Angst. Oder er flehte seinen Vater an, ihn nicht zu opfern. Nein, nein, nein. Hört, wie Ismail seinem Vater antwortete. Er sagte: Mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird, und du wirst mich inshallah als einen der Standhaften finden. Masha'Allah, Ismail war so jung und schon so gottesfürchtig. Er wollte seinen Vater dabei unterstützen, den Befehl Allahs auszuführen. Ibrahim hatte seinen Sohn Ismail wirklich sehr gut erzogen, dass er so jung und doch schon ein gottesfürchtiger Diener Allahs war. Alhamdulillah.
Und so machten Ibrahim und Ismail sich auf den Weg, um den Befehl Allahs auszuführen. Als sie angekommen waren, da machten die beiden sich bereit, das Opfer für Allah subhanahu wa ta'ala zu vollbringen. Ibrahim und Ismail sprachen die Shahada. Sie sagten, La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Ismail war sehr tapfer. Er legte sich mit der Stirn auf den Boden und war bereit, von seinem Vater für Allah geopfert zu werden. Sayyidina Ibrahim alayhi salam setzte gerade zum Opfer an. Da plötzlich ertönte eine Stimme. Die Stimme rief, Ja, Ibrahim, du hast den Traum schon wahrgemacht. So belohnen wir die Gläubigen, die Gutes tun. Allah subhanahu wa ta'ala hatte Ibrahim und Ismail auf die Probe gestellt und sie hatten ihre Prüfung bestanden. Allah schickte ihnen ein Schaf, das sie anstelle Ismail schlachteten und opferten. Dies war eine Prüfung von Allah für den Gehorsam von Ibrahim und Ismail gewesen. Liebte Ibrahim seinen Sohn Ismail mehr oder Allah subhanahu wa ta'ala, der ihm seinen Sohn geschenkt hatte? Würde Ismail sich für Allah opfern? Wahrlich, die beiden hatten ihre Prüfung bestanden. Und so schlachten auch die Pilger auf der Hajj am 10. Tag von Dhul-Hijjah ihre Opfertiere und alle Muslime feiern Eid al-Adha und gedenken der Geschichte von Ibrahim und Ismail alayhi as-salam. Rabbi habli min as-salihin, fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya in أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Mein Herr, schenke mir einen von den Rechtschaffenen. Da verkündeten wir ihm einen nachsichtigen Jungen. Als dieser das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, sagte er, Mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, Mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Als sie sich beide ergeben gezeigt hatten und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir ihm zu, O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Segen und Frieden gebühren den Propheten Ibrahim und Ismail. Kleine Muslime, ich bitte Allah, dass ihr einen wundervollen, freudigen Eid al-Adha mit euren Familien und Freunden verbringt, mit einem tollen Eid-Gebet und ganz viel Spiel und Spaß und Freude. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann abonniert den Kanal, damit ich euch noch viele Geschichten über den Islam erzählen kann, inshallah. Und vergesst nicht, kleine Muslime, Allah liebt euch. Fi amanillah.